Ja, ich habe mir überlegt, lass mal ein bisschen auf Sidequests konzentrieren. Ich drücke mich davor, das ist halt ultra ätzend so, aber ich meine, wir haben die Mainquests alle abgeschlossen, wir haben fast alle Episoden, wir haben fast alle Schreinquests. Moment, da fehlt schon noch ein bisschen was, aber viel auf jeden Fall. Aber, Digga, was ist das bitte? Also, das ist einfach ein Drittel so, was wir haben, weniger als ein Drittel. Katastrophe. Und hier, die Erinnerungen haben wir logischerweise auch alle schon. Ja, lass erstmal nach Kakariko gehen. Weil in Kakariko war ich bisher noch gar nicht so richtig. Da kann ich bestimmt einige Sidequests freischalten. Und ich weiß, dass es eine Sidequest gibt, mit der ich unter anderem das Knochenset, dieses Knochenoutfit und eben das Sheikah-Outfit günstiger kriegen kann. Damit ich mir jetzt endlich auch mal kaufen kann, weil ich habe das bis heute noch nicht. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen um, würde ich sagen, in Kakariko, weil hier gibt es safe wieder einige Sidequests. Bei so vielen NPCs muss es ja Sidequests geben. Eins nach dem anderen. Aber erstmal hier zwei weitere Herzen abholen. 33 Herzen schon. 33 von 38 Herzen. Wunderbar. Imagine nicht im Stream zu sein, YouTube. Ja, warum seid ihr nicht dabei, wie diese Scheiße hier aufgenommen wird? Das ist ziemlich unterhaltsam. Schneile.tv einfach in den Browser eingeben. Ganz easy. Und du willst, ja? Kranzruinen. Ja. Okay. Dorfvorsteherin oder so einer Forschungstruppe fragen, ja. Ich hab das doch alles schon gemacht. Also, was willst du von mir? Okay. Er hat starke Höhenangst, ja. Okay, und deswegen traut er sich nicht hoch auf die Steintafeln, logischerweise. Auf die Kranzruinen. Okay, er will vier Steintafeln, was? Was? Okay, alles klar. Anscheinend gibt es da noch mehr zu sehen. Aber in welcher waren wir drin? Wir waren in der da oben drin, richtig? Komme ich in die anderen auch irgendwie rein? Oder. Also, was? Was? Das will ich nochmal nachgucken. Wie funktioniert das? In den rund um das Dorf abgestürzten Kranzruinen werden mehrere Steintafeln entdeckt. Vier Stück? Wo sollen die denn bitte sein, alle? Also ich habe gar keinen Plan irgendwie gerade. Na gut, gucken wir uns auf jeden Fall mal an, ja? Ja, aber die meint er nicht hier. Die meint er logischerweise nischt. Nee. Das da vorne vielleicht? Das, sowas könnte es sein, oder? Ich denke, sowas könnte es sein. Ja, doch, das schaut richtig aus. Das schaut schon richtig aus hier. Ah ja, okay. Alles klar. Ist hier von die Rede? Hiervon muss die Rede sein, oder? Okay, östliche Kranzruine, ja? Kraft, Wind, Feuer, Wasser, Donner, gar Zeit, Licht, dessen Mächte, Mysterienstein, ein viel stärken. Okay. Wer die Kraft von Feuer, Wasser, Wind, Donner oder gar Zeit oder Licht besitzt, dessen Mächte vermag das Mysterienstein, um ein Vielfaches zu verstärken. Ja, okay. Muss ich ein Bild davon machen? Oder zählt es jetzt schon? Zählt das jetzt schon als abgeschlossen quasi? Dann wahrscheinlich da vorne noch, ne? Das muss ja irgendwo da vorne sein, weil auf dem Weg hier war wirklich gar nichts. Junge, wie hoch geht das bitte? Wo soll das hingehen? Ja, hier wäre noch was. Nee, ihr pennt einfach. Okay, cool. Große Kranzruine, okay? Übermacht Dämonenkönig offenbar das Königs eigenen Leben versiegeln. Ja. Der Text ist jetzt nicht so interessant, muss man sagen, ne? Okay, cool. Dann haben wir anscheinend zwei von vier. Da geht's hier noch weiter. Es muss hier noch weitergehen eigentlich, oder? Scheiße, wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Hier wird's langsam schwierig irgendwie. Da vorne sind auch noch Kranzruinen anscheinend. Ja, voll übersehen einfach, bruh. Ich denke mal, hier oben wird noch was sein. Voll abgelegen einfach. Ja, doch, okay. Scheint, sieht schon danach aus so. Krass, ich habe voll vercheckt, dass einfach so viele Kranzruinen sind. Ich dachte irgendwie, es sind nur diese zwei eigentlich. Aber ich sehe irgendwie keine Notizen. Keine Forschungsnotizen. So, genau hier. Hier ist die Notiz. So, das heißt also, wir haben drei von vier. Ja, aber wo Notizen? Ich wahrscheinlich reingehen, richtig? Ja. Ja, okay, alles klar. Das müsste das letzte gewesen sein, ne? Ja. Top, ich will es gar nicht lesen. Das ist inhaltlich echt nicht so interessant, muss man sagen. Aber das müsste jetzt reichen, richtig? Sweet, dass es da keine neuen Einträge für gab, aber ich müsste es ja abgeschlossen haben eigentlich jetzt, oder? Ich hab's geschafft, bitteschön. Die Steintafeln. Das stand alles drauf. Ich hab's nicht gelesen, Bro, sorry. Die Steintafeln. Und, genau, und die Steintafeln! Und ey, halt dich fest, Bro. Achtung. Wait for it. Die Steintafeln, ja. Genau. Alle vier gefunden. Dafür kriegt halt drei Zitterflügler. Die sind gut, glaube ich, ne? I guess, die sind gut. Ich hoffe mal. Sehr schön. Wir haben eine Sidequest geschafft. Wir sind ja quasi halb fertig mit den ganzen Sidequests. Gut. So, und mit dir muss ich jetzt auch noch reden, richtig? Ach, du hast deinen Mann vermisst, war das so? Oder? Ja, doch, okay, wird schon das gewesen sein, alles klar. Oh, willkommen, du hast noch was für mich? Eier, okay, okay. 10, hier 10 Eier, bitteschön. Habe ich 10 Eier? Müssen, oder? Perfekt, habe ich. Und dafür nochmal ein Fuffi. Easy, direkt nochmal das Sidequest abgeschlossen. Dann lege ich die Eier mal hier aus, so. Das heißt, ich kann sie zurückkaufen, oder was? Das ist eine Unverschämtheit. Sie hat mir viel zu wenig Geld dafür gegeben. Okay. Okay, was auch immer. Ja gut, aber wir machen in Kakariko auf jeden Fall gute Fortschritte. Weiter geht's, würde ich sagen. Aha. Okay, hier ist Taucher auf jeden Fall. Den brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Aber bist du derjenige, der mir hiermit weiterhelfen kann? Kannst du... Oh mein Gott. Ja. Können wir endlich mal das machen mit diesen schwebenden Inseln? Wer bist du nochmal? Rezian, wer bist du nochmal? Du bist für einer. Ich bin famous. Der Spezialist für Altylianisch, okay? Ja, er wird noch für Spielposten des Vergnügen. Okay, alles klar. Ja. Okay, easy. Okay, er kann die Inschrift sogar entschlüsseln. Interesting. Ich bin eine treue Zofe. Was ist eine Zofe von König Rauru und Königin Sonja sowie von des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda? Ich will glauben, dass die ferne Zukunft Hoffnung birgt und dokumentiere in 13 Steintafeln den Alltag der Königsfamilie. Das ist ja wild. Aber so ein Tagebuch, was halt einfach verteilt ist im Himmel. Okay, cool. Noch 12. Und ich brauche Bilder davon.
Okay, haben wir das endlich mal geklärt. Ich brauche Bilder davon. Das ist okay. Ja, scheiß auf, das machen wir auch noch. Aber nicht jetzt. Oder können wir vielleicht auch machen, aber nicht jetzt, so. Und das werde ich nicht kaufen. Vergiss es. Also nur für den normalen Preis. Okay. Okay, deine Oma ist krank. Ah, okay. Ah, I see. Weil ihre Oma Hilfe braucht, medizinische Versorgung braucht, mussten sie die Preise erhöhen, um quasi mehr Geld zu verdienen. Das ist aber, also aus marketingtechnischer Sicht lohnt sich das wahrscheinlich nicht, ne? Weil dann können die meisten sich nicht mehr leisten oder wollen sich nicht mehr leisten, so wie ich zum Beispiel. Und ja, dann ist halt schwierig, ne? Dann machst du auch nicht mehr Gewinn am Ende. Okay, und sobald es deiner Oma wieder besser geht, wieder die Normalpreise. Alles klar. Kann ich deiner Oma helfen? Finanzen? Ich muss Himba finden, alles klar. Ich muss Himba finden. Wo zur Hölle finde ich Himba? Himba! Das hilft doch auch. Was, bist du Himba? Ja! Hallo Himba! Kann ich helfen? Bitte sag mir, ich helfen kann. Oh, also sie ist ja mir erstmal herangeraten. Also wahrscheinlich braucht sie Finsterklumpen oder Sonnenfleckchen. Habe ich eh beides. Milchrisotto. Ja? Was brauchst du dafür? Hyrule-Reis, Milch und Wildgemüse. Wie wär's mit Sonnenfleckchen? Aber ist in Ordnung. Okay. Kriegen wir hin. Was ist denn Wildgemüse? Als Wildgemüse Sonnenfleckchen, okay. Also Hyrule-Reis, Milch und Sonnenfleckchen. Hyrule-Reis, Milch, Sonnenfleckchen. Oh, wow. Hier gibt es kein... Ich war eh wegen den Pfeilen hier, wisst ihr? Ich war nur wegen den Pfeilen hier. Hier haben wir Hyrule-Reis, ja. Danke. Bitte alle haben. Danke. So, okay. Hyrule-Reis, Milch und Sonnenfleckchen. Aufi, aufi. Schönes Risotto machen. Auf geht's. Hier, bitteschön. So, geht's ja immer wieder besser? Perfekt. Jetzt macht mal schön, lass mal schön die Preise senken, ja? So, die Preise sind wieder normal. 500, perfekt. Danke. So, hätte ich einmal ganz gern Ninja-Maske. Und den Chica-Staub. Oh, sick, Mann. Dankeschön. Den Anzug auch noch. 700, ey, fick mein Leben. Und die Hose kostet 600, okay. Ja, wenigstens habe ich das Set vollständig. Ich brauche es halt absolut nicht, aber immerhin habe ich es, ne? Dann hier nochmal 800, 800 und 800. Dann normale Edelsteine auf. Es tut ein bisschen weh, aber es muss halt sein. Eieiei. Okay, Topaz benutze ich eh nicht so oft. Und Opal sowieso nicht. Opal ist sowieso ein bisschen Trash. Und hiervon auch, komm. Ja, aua, aua, aua. Muss halt sein. Ist halt einfach nötig, muss was soll ich sagen, ne? So, aber die Ninja-Maske-Mitte. 2,4 müsste es kosten, alles zusammen, ne? Den Leuchtanzug. Was für Ninja-Maske. Und die Leuchthose auf. Das leuchtet auch noch vollständig. Schöne Sache. Direkt 6 neue Kleidungsstücke. Kann man machen, auf jeden Fall. Theoretisch, wir können uns eigentlich jetzt echt mal langsam anfangen, um diese Steintafeln zu kümmern. Ich glaube fast, das wären dann schon alle gewesen, alle Sidequests hier. Es gab noch einen Typen, der eine Trüffel wollte, liegt aber irgendwo bei den Ruinen. Okay. Oben bei den ganz normalen Kranzruinen, oder? Dann lass da noch schnell hingehen. So, du wolltest was haben. Geliebte Maxi-Trüffel. Warum? Okay. Füße runter von der Steintafel. Was? Ups. Aber er liegt drauf, oder was? Warum will er Maxi-Trüffel haben? Warum wird es nicht als Sidequest angezeigt, vor allem? Das ist das Seltsame. Maxi-Trüffel, willst du, also, kann man mit dir reden, oder? Komm, ja, wir nehmen Maxi-Trüffel. Ja, komm, bitteschön. Ah. Welch ein maximal dedikates Aroma. Geliebte Maxi-Trüffel, da seid ihr ja. Was ist denn mit ihm los? Habe ich geträumt? Das wollte ich doch gleich. Ach, aber natürlich. Die Betten. Ich wollte sie frisch beziehen. Bro, das ist eine Steintafel. Okay. War das jetzt eine Sidequest oder nicht? War das jetzt eine Sidequest oder nicht? Ich bin stark verwirrt, wirklich. Okay, kann ich ein Bild davon machen? Nee, kann ich nicht. Ich bin so verwirrt davon. Du musst jetzt dort ins Gasthaus. Okay, anscheinend muss ich jetzt ins Gasthaus. Was ist das für eine komische Quest, bitte? Mega weird einfach. So, dann gehen wir jetzt ins Gasthaus, okay. Wo bleibt der nur? WTF? 10.000, hast du 10.000 Rubine, stopp. War nur Spaß. Du Scherzkeks, Alter. So gewinnst du neue Kunden auf jeden Fall. Ach so, okay. Ja, alles klar. Also jetzt fängt die Quest quasi erst an, aber ich habe ihn zum Glück schon geweckt. Deswegen ist es quasi auch schon abgeschlossen, richtig? Ich habe ihn schon geweckt. So, genau. Ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst tatsächlich. Okay, und das war jetzt die Quest. Da bin ich wieder. Digga. Das wurde aber auch Zeit. Das ist eine weirde Quest. Das hat etwas länger gedauert. Ja, ich habe eventuell kurz Haya gemacht. Okay. Und ich krieg Anti-Rutsch-Medizin. Brauche ich nicht mehr, aber danke. Das war so eine Quest, die ich auch sofort abgeschlossen habe, ja? Interessante Quest. Jetzt, wo ist die Gerudo? Hier soll noch eine Gerudo sein irgendwo. Weil ich habe extra diesen Schild jetzt mitgenommen. Was will ich damit? Den Schmuckkränzchen-Schild. Und hier unter der Brücke, falls ihr es nicht wusstet. Safe wusstet ihr es aber schon inzwischen. Hinter der Brücke war in BOTW ein Apfel und in TOTK sind hier zwei Äpfel. Schön, oder? Das ist auch echt lustig. Ach, die Untergrundstadt. Okay, alles klar. Ja, gut, dann machen wir das auch noch schnell. Gehen wir also schnell in die Gerudo-Untergrundstadt. So, hallo, Untergrundstadt. Brauche eine Gelegenheit zum Schlafen, um die Zeit zu verstreichen zu lassen. Ich denke, es ist eine Höhle. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Lol. What? Tal der stummen Statuen. Was ist denn das jetzt? Ist das eine Höhle? Digga, was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Junge, das ist... Hört das Spiel eigentlich irgendwann mal auf, irgendwann interessant zu sein?
Oder dass man andauernd was Neues entdeckt. Das kann doch einfach nicht sein. Okay, jetzt kommt Licht hier rein. Oder was zur Hölle? Was soll ich hier tun? Ja, und jetzt? Also, jetzt leuchtet hier Licht hin, was mir absolut gar nichts bringt, wirklich. Wo Spiegel, wo Spiegel, wo Spiegel? Kein Spiegel, kein Spiegel, kein Spiegel. Schade. Wir gehen erstmal hier oben lang. Also, ich glaube, hier ist ein Höhlenausgang, wenn ich das richtig sehe. Ja, es muss eine Höhle sein, ne? Also, was sollte es sonst sein auch? Ja, es ist ein Höhlenausgang, richtig? Ja, okay. Sehr interessant. Sehr, sehr interessanter Ort, wirklich. Heißt aber, ich brauche noch ein Mayui. So, okay. Spiegel, gut. Was war das für ein Schild? Okay, war richtig so. Ich droppe einen eigenen Spiegel. Ist okay, ich droppe einen eigenen Spiegel. Ist in Ordnung. Ist eigentlich ehrlich dumm, den anderen Dings zu machen, ne? Den anderen Schild zu machen. Das hat sich nie gelohnt in der Vergangenheit. Okay, sehr schön. So, dann das hier vorne. Genau. Machen wir auch noch auf. Und dann noch einer um die Ecke. Mit dem hier soll ich jetzt um die Ecke schießen können. Junge, was? Verarsch mich doch nicht. Digga, was soll das? Als ob das so... Ach, ey, scheiß Weißen, warum seid ihr genau vor mir wirklich? Was ist das denn? Merken die das nicht? Oh, das ist echt halt so dumm entwickelt. Digga. Komm, auf jetzt. Meine Fresse, geht doch. Alter. Was ein Krampf gerade. Halleluja, das ist echt schlimm. So, sag bitte, dass hier hinten der Rumi ist, der Mayui ist. Komm schon, das wär's einfach. Okay, ist was anderes. Was gibt es hier? Topas. Okay, cool. Tschüss. Ich bin dann auch wieder weg. Ja, okay, das ist der Mayui halt woanders. Ich juck da jetzt auch nicht. Sag jetzt nicht, hier ist nur der Spiegel. Sag nicht, hier ist nur der Spiegel und es war einfach der erste Raum, den wir hätte machen müssen. Ja, alles klar, Digga, tschüss. Danke für nichts nochmal. Oh Mann, wo ist denn der Mayui? Das kann doch nicht so schwer sein. So, wir gehen nochmal hier rein. Ja, danke. Sehr schön. Das nächste Mayui-Signum. Wir haben super lange keine Mayui mehr gefangen. Ist euch das mal aufgefallen? Wir haben echt sehr lange keine Mayui mehr gehabt. Aber deswegen waren wir eigentlich gar nicht da. Haben wir jetzt inzwischen Abend? Wir haben inzwischen 21 Uhr, perfekt. Es trifft sich ganz gut eigentlich, weil wir wollten eh bis Abend warten, aber jetzt haben wir die Zeit einfach anderweitig totgeschlagen, ja? Bei der Musik werde ich für ein bisschen sentimental, habt ihr das gehört gerade? Den Soundtrack gerade von hier oben, Achtung. Guys, warum werde ich bei dem Soundtrack sentimental? Überlegt mal genau. Die Kenner von euch wissen es. Was verbindet ihr mit diesem Soundtrack? So schön. Das Gerudo-Stadt-Nacht-Theme einfach. Das ist einfach nur schön. Let's Bogblin Video, ja, genau. Let's Bogblin Video. Ich habe das als Song benutzt im Hintergrund und es war. Hat die Stimmung sehr gedrückt auf jeden Fall. Noch 4 Monumente. Was? Was geht bei dir ab? Savak. Okay, okay. Du bist der Wolf, von dem man so viel hört. Ui. Du willst Inschrift von Monumenten entschlüsseln. Alles klar. Aber klar. Bitte erzähl mir unbedingt mehr davon. Okay, du erzählst mir alles. Das linke Monument, ja? 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihr Geheimnis wird auf 6 Monumenten bewahrt. Das steht da. Das steht da. Okay. Monument rechts. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldenmut. So steht das da geschrieben. Okay, ja, viele Mysterien. Digga, es ist immer bei allem einfach. Es ranken sich sehr viele Mysterien im See. Und ah, es ist verschlüsselt, es ist eine alte Sprache. Und die Geschichte der Gerudo. Ah, ja, bla, okay. Ich verehren alle 7, andere nur die einzelne von ihnen. Wie andere denken, es gab nur eine Kriegerin, während die nächsten glauben, sie waren in Wirklichkeit 8. Ja, die Gelehrten sind sich uneinig. Okay, okay, aber das war die Kugel, die damals die eine Kriegerin hatte, ne? Also eine von den 8 Kriegerinnen. Das erinnere ich nicht noch dran. War ja mit dem Schrein verbunden. Okay, also die Kugel wird nochmal gebraucht, alles klar. Okay, sie braucht also Bilder von den Monumenten, ja? Genau, Monument der 7. Kriegerin, ja. Warum mache ich eigentlich das schon wieder? Lass mich schon wieder vom Weg abbringen, das ist so schlimm mit mir. Hier, bitte. Ja, eins habe ich gefunden. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo, ihre Kräfte sind Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Ah ja, okay, alles klar. Aber stopp, bevor wir jetzt weitermachen, erst in die Schule, ja. Erst in die Schule gehen. Ich bin Ascha, ja, hallo. Das ist Abendunterricht mit den Erwachsenen, Gerudo, ja? Hast du vielleicht sogar eine Freundin? Ja, habe ich. Ich sage einfach mal, dass Zelda meine Freundin ist, oder? Also, die ist auf jeden Fall reserviert, so, würde ich mal sagen. Okay, okay. Digga, das ist eine sehr, sehr geladene Konversation hier, okay? Ich bin was Besonderes und ich darf also an der Sexualkunde irgendwie teilnehmen, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin dabei, komm, auf geht's. Heute haben wir eine Übungsstunde mit einem echten Boy. Du schaffst das schon. Gib einfach dein Bestes. Digga, was kommt jetzt? Junge. Das ist super weird, Alter. Ich habe gerade gesagt, ich habe eine Freundin, das geht nicht. Ich kann einfach nicht. Ich kann einfach nicht direkt ins Gesicht schauen. Ich bin auch extrem männlich, ne? Mit meinen weißen Augen und keinem Bart. Dieses Gestöhne. Was ist diese Quest wirklich jetzt mal? Okay, Gesicht bedecken. Okay, Gesicht bedecken kriegen wir hin. Mit was können wir das Gesicht bedecken? Mit, Leuchtmaske ist gut, oder? Hä, das ist immer noch... Hä, ich hab doch... Man sieht doch mein Gesicht gar nicht. Oh mein Gott. Okay, wir probieren ein bisschen durch. Ich kann die Maske versuchen, aber... Boah, das wäre echt schon dumm eigentlich. Okay, dann sieht man mein Gesicht halt wirklich gar nicht. Ja. So viel dazu.
Majora's Maske, die ist voll sympathisch. Ja, die kann ich probieren. Titanenhelm, ja, irgendwas davon. Natürlich muss ich erstmal Giga-Set ausprobieren, das ist ja schon klar, ne? So, sorry, ist schon okay, Das war einfach alter 4-Style-Prank, ja, ohne Scheiß. Alter 4-Type-Beat. Skill-Issue, bei mir hat es geklappt. Ja, ich glaube auch, oder? Okay, ja. Ich mache ganz leckere Wildbeeren-Crepes. Oh, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich habe schon wieder so Hunger, ne? Wir haben 10:30, ich habe schon wieder so böse Hunger gerade. Du träumst sie irgendwann für einen Void zu machen. Gut, das reicht. Ja, gut. Frauen, ne? Okay, und Kochkünste. Ja, Wildbeeren-Crepe. Finde ich gut. Wofür habe ich das gerade alles gemacht? Was mache ich hier denn überhaupt? Digga. Oh mein Gott, Junge. Oder muss ich das mit allen machen jetzt? Ja, okay, anscheinend muss ich es mit allen machen. Hat sie jetzt was anderes? Hat sie jetzt ein anderes Problem? Okay. Hm? Britana? Ja? Was denn? Ich kann nicht, ich brauche Vitamine, ich brauche das Getränk aus der Bar. Junge, du bist Alkoholikerin. Werd nüchtern. Junge, ich habe schon so viele Quests ausgelöst, obwohl da kein Ausrufezeichen nebendran stand. Das ist ja das Problem. Es werden nicht alle Quests gekennzeichnet, richtig. Oder nicht so direkt. Es kann sein, dass es mit einer Quest zu tun hat. Und irgendwas muss es ja sein. Also wahrscheinlich ist es eine Quest. So, wo ist die Bar? Wie komme ich zur Bar? An die Oberfläche? Oder, Women. Wie komme ich jetzt da zur Bar hin? Über die Oberfläche oder ich versuch's mal hiermit, ne? So, einmal Alkohol bitte, danke. Why will Voy, genau. Vrin. Wunderbar. Kann sie jetzt bitte den Drink nehmen? Bitte sehr. Hier, Alkohol. Oh, ein Why will Voy. Willst du mich etwa? Ja, okay, sie redet schon wieder über Alkohol, alles klar und das reicht dann auch wieder. Gut. Und das letzte. Ich bin nochmal dabei, auf geht's. Okay. Sie hat gar kein Selbstbewusstsein einfach. Hast wieder keinen guten Tag. Okay. Lass mir das Erste. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Ja, aber wie denn? Wie brauchst du mehr Selbstvertrauen? Was soll ich machen? Digga, was? Sie möchte Schmuck aus Nekluda. Dorf in Nekluda. Okay, alles klar. Na klar, wir besorgen ihr Schmuck. Was auch sonst. Das Gerudo-Schild. Das Schild. Ach so. Aha. Okay, dann machen wir es einfach nochmal, würde ich sagen. Ich bin dabei. Okay. Ach, das ist der Kranz. Ja, jetzt ergibt es auch Sinn. Jetzt ergibt das auch Sinn. Digga, wie kompliziert einfach. Wie kompliziert? Wie sollen wir denn darauf kommen, bitte? Was hast du da? Okay, das Schmuckkränzchen, ja, okay. Diese Begegnung muss ein Wink des Schicksals sein. Mein Pech hat ein Ende. Ich werde nicht... Will sie mich jetzt heiraten oder so? Also bitte nicht, ne? Okay, also haben wir es jetzt geschafft, ja? Wir haben die Scheiße jetzt abgeschlossen. Könnt ihr mir bitte sagen, dass es jetzt mit der Quest zu tun hatte? Wirklich, wofür habe ich das getan? Jetzt mal ganz im Ernst, wofür habe ich das gerade getan? War es das jetzt? Das muss doch einen Sinn gehabt haben, oder? Also komm schon. Einfach so. Digga, wollt ihr mich verarschen? Für den Dialog. Warum sagt ihr mir nicht, dass es keine Quest ist? Warum habe ich das gemacht? Warum hat sie gerade eine Stunde meiner Lebenszeit verschwendet? Seid ihr echt ehrenlos? Was ist mit euch? Oh mein Gott, Junge, sagt mir doch, dass es überhaupt nicht nötig ist. Der Sinn war, dich leiden zu sehen. Ich verstehe auch nicht, warum das keine Quest ist. Also, was? Wir mussten da auch durch. Alles klar. Alles klar, Digga, wirklich. Das ist okay. Das ist ein Nintendo, ihr könnt euch ficken gehen. Was ist das denn schon für eine Scheiße? Dann war das offiziell die unnötigste Quest, die wir jemals gemacht haben. Ich speichere und verpiss mich jetzt. Ich habe 3 Quests oder so abgeschlossen und das war's einfach. Mehr haben wir in dieser Stunde 15 nicht erreicht. Das ist gut.